Schau, also du kriegst von uns erstmal ein Mikrofon. Jawohl. So, das ist der Sender, den steckst du ein. Du bist der Niki. Ja, genau. Laurin. Mhm. Und du bist der Helge. Ja. Sind wir im nächsten Ulrich Seidel-Film dann. Erste Assoziation zum österreichischen Film, was wäre die? Die erste Assoziation wäre für mich schräg. Der österreichische Schmäh. Diese morbide, eigenartige österreichische Art, Filme zu machen. Grundsätzlich interessiere ich mich sehr für die österreichische Filmszene. Schauspieler wie Georg Friedrich sind einfach unverwechselbar für Österreich. Oder auch Pia Hirzecker. Auch die Sprache und der Dialekt machen einen riesen Charme aus auf die ganzen Charaktere. So wie in diesem Film teilweise geflucht wird, kann man nicht in einer deutschen Filmproduktion. In die Kamera hinein. In die Kamera hinein, genau. Klapp. Früher gab es praktisch in jedem Stadtteil ein Kino, das waren ca. 7 bis 8 Kinos in Wels, und derzeit sind wir das einzige mitten in der Stadt, und am Stadtrand gibt es ein Star-Movie, ein 6-Saal-Kino. Was bist du für eine Kinogeherin? Leider eine sehr seltene Kinogeherin. Ich würde total gern öfters ins Kino gehen. Was wird dir helfen, öfter ins Kino zu gehen? Kinderbetreuung bei einem Kinoprogramm. Ich gehe so einmal im Monat. Alle 3 Wochen. Wir gehen eben gerne im Programmkino, weil es ein bisschen viel mit einer anderen Art gibt. Wir haben eine unausgesprochene Vereinbarung, die heißt Rodriguez, Tarantino, Hader, Seidel, schauen wir uns miteinander an. Ins Programmkino gehe ich, weil das halt in Wels der einzige Ort ist, wo es österreichische Filme regelmäßig spielen. Filme in Original sehen ist für mich ganz was Besonderes, weil sie ganz einen anderen Charakter haben. Ich gehe selten ins Kino. Ich schaue überhaupt nicht so viele Filme. Ich weiß nicht, irgendwie ist das nicht so meins. Und wenn ich Filme schaue, dann schaue ich es nur im Kino. Ich kann das nicht, dass ich mich wohin sitze und einfach 2 Stunden aufpasse und einen Film schaue. Von Hollywood-Blockbuster bis Frauenfilmtage ist da irgendwie alles so drinnen. Je nachdem, was mir gerade anspricht. Was muss ein Film haben für dich? Ja, er muss irgendwie anders sein und nicht so die typische Hollywood-Production. Die österreichischen Filme, was für einen Stellenwert haben die bei euch? Einen sehr hohen, weil ich glaube, dass der österreichische Film in den letzten Jahren doch sehr eine eigene Linie gefunden hat, sehr authentisch geworden ist. Nicht nur Kino, sondern auch Fernsehen, Brennerverfilmungen etc. Braunschlag-Serie faszinierend. Also ich glaube, der österreichische Film ist ein Markenartikel geworden. Ich meine, bis auf diesen Film und ein paar einzelne andere hätte ich gar nicht davon erfahren, dass sie existieren, hätte mein Vater mich nicht darauf aufmerksam gemacht. Obwohl ich sicher der Meinung bin, dass es in Österreich eine große Zahl an Leuten gibt, die diese Filme feiern würden. Und wie kann man dann die Leute dazu verlocken, dass sie sich das dann auch anschauen? Man muss ihnen halt vielleicht irgendein Zuckerl bieten. Ein Zuckerl ist zum Beispiel ein gratis Getränk. Ach so, wird das ja gemacht? Fallweise. Das ist zum Beispiel, was man ja auch im ORF ziemlich ärgert. Österreichische Filme werden meistens auch mitten in der Nacht gespielt, wenn es eigentlich kein Mensch mehr wirklich wach ist. Der österreichische Film war, wie ich begonnen habe, Kino zu machen, eigentlich immer ein Minus. Das heißt, wenn ein österreichischer Film war, haben die Leute gesagt, österreichischer Film, furchtbar. Jetzt mittlerweile ist es schon so, österreichischer Film interessant. Also ich würde mir auf jeden Fall viele österreichische Komödien wünschen, vielleicht mit ein bisschen einem gesellschaftskritischen Touch und einfach ja, irgendwas, was ein bisschen so die gegenwärtige Situation ein bisschen vielleicht so auf den Arm nimmt. Ja, also von mir aus kann es so weitergehen, weil mein Geschmack trifft es. In Graz treffen sich jetzt dann die österreichischen Filmemacher und Filmemacherinnen. Gibt es was du denen sagen wollen würdest? Ja, macht's das, was ihr wollt.